Aber gut, ich baue mir jetzt hier eine Waffe. Nein, kann ich immer noch nicht. Wie viel kostet die denn? 200 Holz? Wo soll ich denn 200 Holz? Oh, witzige. Wo hat der jetzt so viele? Das ist doch ein dreistes Arschloch. Wenn der jetzt irgendwie hier auf den Sack geht, ne? Dann setzt aber. Ey, ich will doch keinen Marktplatz. Ich glaube, es geht los. Hier baut ihr mir noch ein Ding hin. Vielleicht geht es da oben ein bisschen schneller. Und außerdem habe ich dann hier meine Dorfbewohner so ein bisschen außer Reichweite. Aber jetzt kann ich endlich. Wo ist denn unter der Dachbewohner? Da haben wir doch einen. Der baut mir hier eine Waffenschmiede. Zu diesem Holzfällerlager dazu. Ja, mein Hafen. Würde ich sagen, gucke ich jetzt einfach mal zu, wie der platt gemacht wird. Bleibt mir eh nicht viel anders übrig. Was machen denn die Marktkarren des Gegners? Ah, da kommt der Gegner schon angehoppelt. Mit jede Menge Einheiten. Wovon ich aber nicht ganz so begeistert bin. Deswegen bauen wir einfach noch mehr Kamelreiter, um den Typen da auf die Fresse zu hauen. Scheint ja ganz gut zu klappen. Die sind ja nicht sonderlich stark. Die haben nur einige. Schaffe ich meinen Rambock und greife die Affen da oben einfach mal an. Mal gucken, was sie dann sagen. Ob sie dann immer noch so cool finden, dass sie mir auf den Sack gehen. Ich bezweifle es fast, aber ist mir wurscht. Ja gut, der Hafen ist so gut wie Geschichte, sage ich jetzt einfach mal. Aber damit müssen wir halt jetzt leben. So. So, hier sind meine Reitereien. Könnt ihr das nicht selbstständig machen, bitte? So. Ach Gott, Schnauze jetzt. Und dann greifen wir einfach mal den Typen da an. Und ihr geht, seid so lieb und geht bitte da oben fällen. Statt euch da einfach sinnlos zerballern zu lassen, dann baut halt hier nochmal ein Holzfäller-Ding hin. Was kann ich denn gegen diese Scheißding... Türme. Türme sind recht effektiv, wie ich gerade sehe. Türme, aber wo kriege ich Steine her? Steine, 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 nirgendwo. Ich kriege nirgendwo Steine her, oder was? Da sind Steine, gefällt mir doch. So, den töten wir. Beziehungsweise da schicken wir unseren Rambock drauf. Den kriegen wir noch tot, gerade so. Den kriegen wir auch noch tot. Geht das außerhalb der Reichweite von dem Turm? Scheinbar nicht. Na gut, dann töten wir uns erstmal um die, kümmern wir uns erstmal um die Bogenschützen. Ach, tun Sie einen Scheißdreck. So, ihr pflanzt mal nach hier und baut mir noch mehr Dorfbewohner. Dorfbewohner sind, glaube ich, gerade das Wichtigste, was ich so bauen kann. Einfach um eine anständige Wirtschaft zu bauen. Ach toll, jetzt sind die hier eingesperrt oder was? Dann reite ich jetzt einfach hier hinten durch. Ist mir wurscht. Töte ein paar Dorfbewohner. Solange es geht. Ah, verdammt, das haut nicht hin einfach. Und dann reite ich jetzt einfach mal hier hinter, um zu gucken, was hier noch so ist. Hat der vielleicht noch einen zweiten Geheimeingang oder was? Auch könnt ihr mal aufhören, meine Ding bitte kaputt zu machen. Wieso steht jetzt meine gesamte Kavallerie innerhalb von diesem blöden Ding? Ach, das ist doch nicht witzig, oder? Oh Mann, ey, dann baue ich halt noch zwei mehr. Ist ja gut. Und vor allem einen zweiten Stall baue ich noch, damit einfach die Produktion von diesen Typen schneller geht. So. Gut. Da hier, ihr hier, perfekt. Und einfach auf dieses Tor hier drauf. Ich will es kaputt sehen. Macht's einfach kaputt, mir egal wie. Und was macht denn dieser blaue Typ hier? Finde ich nicht so witzig, wenn hier so ein blauer Typ rumrennt, aber gut. Was machen die so? Nichts. Gut, dann tut ihr weiter nichts und ihr tut auch weiter nichts oder so. Ah, hier sind noch Steine, sehr gut. Ach Gott, ey, was... Können die nicht einfach mal hier so ein bisschen dingsen? Was wollen die denn von mir, diese Piraten? Vor allem, wie kommen die denn schon wieder auf meine Insel? Wie zur Hölle kommen die schon wieder auf meine Insel? Auch kann der Triburg nicht wenigstens ankommen und das Tor kaputt machen, bitte? Finde ich irgendwie so ein bisschen cool. Dann ist das zumindest schon mal weg. Den zweiten Triburg behalten wir noch ein bisschen. Dann bauen wir noch zwei weitere.
Und dann starten wir irgendwann eine Großoffensive mit denen hier, mit denen hier. Und vor allem organisieren wir uns hier mal das Stein. Damit können wir schon ein bisschen was anfangen, während wir auf unsere Armee warten. Was könnte ich denn noch so erforschen hier? Kavallerie bekommt Durchschlag. Schmiedekunst, Angriffsstärke, Angriffsstärke. Angriffsstärke ist immer witzig. Besonders wenn es darum geht, mit der Angriffsstärke Gegner zu verdrechen. Ist das nie eine schlechte... ein Kloster wollte ich noch bauen vorhin. Baue ich mal ein Kloster und eine Uni. Dass meine Leute ja auch ja gebildet sind. Schadet ja nie. So, mittlerweile habe ich jetzt wieder eine einigermaßen angriffsstarke Truppe. Mit denen hauen wir jetzt einfach mal die beiden Gegner hier kaputt. So, wo sind sie denn? Er hat doch gerade irgendwas geschossen. Zu Hilfe! Kreuzfahrer bedrohen unsere Handelswege. Ach, nee. Baue ich mal einen Mönch hier hin. Ah, da sind doch die Gegner. Die verdrechen wir schnell. Während unsere drei Drieböcke diesen scheiß Turm endlich mal wegkriegen sollten. Was kann man hier machen? Nichts. Dann baut ihr noch ein bisschen Gold ab. Dann sollte die Sache geritzt sein. Was geht denn ab? So, noch ein paar Kamelreiter mehr bitte. Hier noch. Ja, Haupt macht das Ding jetzt kaputt hier. Dass ich hier endlich rein kann. Perfekt. Ihr greift die da unten mal an, ihr fangt die hier ab. Und ihr geht auf die hier los. Wobei ich die beiden Triebböcke lieber auf das Ding hier loslasse. Könnt ihr mal aufhören, meine Dorfbewohner zu töten, bitte? Dankeschön. So, der Turm ist weg. Der Turm ist auch so gut wie Geschichte im Prinzip. Dann kann ich mit dem auf das lustige Dorfzentrum losgehen. Mit allen am besten. Ihr tötet mir hier den Dorfbewohner. So, sollte doch hinhauen. Bitte die Bogenschützen ausschalten. Das Dorfzentrum sollte eigentlich für meine... Ach du Scheiße. Nichts gut. Na gut, dann muss ich die wohl wieder zurückschicken erstmal. Bevor mich der Blaue hier vollkommen platt haut. Aber ich kann wenigstens noch ein bisschen was mitnehmen. Hoffentlich. Oh Gott, alle hier drauf. Alle, sagte ich. Der muss jetzt auch ankommen, der blaue Idiot. Wo ist er hin? Da unten ist er. Ah, witzig. Den sollte ich aber eigentlich wegkriegen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Wenn ich zuerst auf die Katapulte gehe, vielleicht hier die Truppe splitte, dass die mir hier nicht irgendwas anderes kaputt machen, was irgendwie überleben sollte. So, du darfst ein Feld neu bauen. Die Katapulte sollten kein Problem sein, nur vor der Raterei habe ich ein bisschen Angst. Und jetzt sind natürlich meine Rampöcke wieder freckt, weil ich meine Einheiten so schnell wegziehen musste. Ist nicht ganz so witzig. Aber wir haben den Angriff überlebt, das heißt, wir können eigentlich im Prinzip ohne Rambok hier erstmal Party veranstalten gehen. Wo ist mein Priester hin? Hallo Priester! Priester! Da ist er. Damit schnappen wir uns einfach mal die Reliquie, die hier rumflackt. Die hat ja nichts Besseres zu tun, als nur darauf zu warten, dass wir sie endlich einsammeln. Dann werden wir den Wunsch der Reliquie einfach mal erfüllen und das Ding mitnehmen. So, die stelle ich mal hier hin. Noch ein paar Typen bauen. Mehr Gold. Brauch mehr Gold. Dann sammelt ihr jetzt mal Gold. Dings sollte ich eigentlich genug haben. Ihr geht mal einfach auf diesen Dings hier los. Und kümmert euch mal bitte primär um die Einheiten, die hier so rumlaufen. Finde ich nämlich nicht gerade so witzig, dass der immer noch so viele hat. Da ist noch einer hingerannt, den können wir noch abfangen. Auf den können wir noch losgehen. Da ist noch einer. So, Reliquie ist aufgesammelt.
Da hat der Drecksack noch was. Können wir so nicht zulassen eigentlich. Deswegen schicke ich jetzt hier einfach mal eine Reiterei hin. In der Hoffnung, dass wir da irgendwas gegen unternehmen können. Schießt der Turm eigentlich auf nahe Ziele? Scheinbar nicht. Das heißt, wir kriegen den Turm auch so weg. Perfekt. Wenn ich jetzt wüsste, wo dieser Affe gelandet ist hier. Na gut, wir bauen jetzt einfach mal zur Verteidigung ein paar Türme hier hin. Damit können wir doch ein bisschen was anfangen zumindest. Vielleicht soll ich ja noch ein paar Häuser bauen. Wenn ich schon dabei bin, Sachen zu bauen, dann gleich richtig. So. Den gehe ich auch nochmal hier hinter. Da scheint noch irgendwas Cooles zu sein vom Gegner. Ich hoffe zwar nicht, dass er noch allzu viel hat, aber man kann ja nie wissen. Da rennt noch ein Dorfbewohner rum. Gut. Das bitte zuerst kaputt machen. Kommt da hinten noch irgendwas? Da ist noch ein Bauer. Der wird natürlich sofort eliminiert. Genauso wie die, die meinen Gold hier klauen. Das ist meins. Finger weg davon, bitte. Auch wenn er mir jetzt nicht allzu viel übrig gelassen hat, bin ich für jede Spende dankbar. So, die Metzeln hier rum, die Metzeln hier rum. Ist da hinten noch irgendwas? Vielleicht eine riesen Gegnerhorde oder so. Da sind noch mehr Dorfbewohner. Hat sich doch schon mal gelohnt. Dann geht ihr hier auf die los. Die machen die Blatt. Perfekt, da brauche ich eigentlich nicht mehr viel tun. Reinhard greift unsere Karawane. Oh Gott, wo greift der denn an? Da unten oder was? So, ja, da sind noch Gegner. Das können wir nicht so dulden. Hier müssen wir zumachen. Hier sind keine mehr. Gut. Können wir... Ah, schlecht. Da ist noch Gold. Schnappen wir uns natürlich sofort. Gut. Schmiede. Kavalleristen erforschen. Ist immer gut. Bessere Türme oder was? Türme sind auch immer gut. Und ihr greift einfach mal hier weiter an, während ihr hier das kaputt macht. Perfekt. Was gibt's denn da oben? Da sind noch Typen vom Freischäler, die ich so da nicht überleben lassen möchte, um ehrlich zu sein. So, da sind zwei Türme, okay. Den Hafen spare ich mir jetzt erstmal wieder. Okay. Interessant, interessant. Da hat der Gegner scheinbar noch Sachen stehen, die ich so da nicht stehen lassen möchte. Gut, dann schicken wir die erstmal hierhin zurück. Bisschen Truppen sammeln. Noch ein paar Kamelreiter bauen, bevor dann die nächste Invasion losgeht. Die können wir eigentlich schon mal gleich hier hinschicken. Da sollten die eigentlich einigermaßen in Sicherheit... da kommt der Gegner wieder an. Da kommt der scheiß Gegner wieder an. Können wir natürlich nicht so verantworten. Müssen wir gleich unterbinden. Und deswegen ist unsere Truppe hier auch schon zur Stelle. So, da kommt eine Truppe, da kommt ein Trupp. Sollte eigentlich kein Problem sein, diesen Angriff abzuwehren. Ich hoffe nur, er kommt nicht auf die Idee, mit noch stärkeren Einheiten zu kommen. Mein Mönch ist jetzt tot oder was? So wie das sich das anhört schon. Hier baue ich noch zwei weitere, um meine Einsatztruppe hier irgendwie wieder hochzuheilen. Weil mit einer angeschlagenen Truppe kämpft sich nicht ganz so witzig. Und wir bauen mehr Dingensbummens. Dingsbums, ihr wisst schon. Reiter. Bringt es eigentlich noch was, wenn ich jetzt noch ein Haus baue? Da habe ich jetzt meine Dings schon hier ausgelastet. So, was kann ich denn... Ah, da kann ich noch nichts erforschen, weil ich noch im Bauen bin. Schlecht, schlecht, schlecht. Kavalleristen-Upgrade. 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 Hier Dorfbewohner können schneller laufen und so. Kann ich auch mal erforschen. Ist eigentlich nie verkehrt. Lebt denn da oben noch was? Ja, da lebt noch was. Dann baue ich jetzt einfach noch einen dritten Rambock. Den schicke ich einfach instant hier hoch. Dass der oben zumindest hier alles mal platt macht. Was kann ich denn hier? Können feindliche Gebäude? Nö. Können feindliche Mönche, bewegen sich schneller, mehr Lebenspunkte, einquartierte? Nein, brauche ich alles nicht.
Dachte, ich kann ihm die Heilrate erhöhen, aber habe ich mich wohl geirrt. So, nachdem unsere Mönche hier fertig sind und meine Trampöcke im Prinzip schon im Einsatzgebiet sind, verkloppe ich jetzt erstmal hier diese beiden Typen. Es sei denn, ich bekomme einen bekehrt. Nein, bekomme ich nicht. Schade eigentlich. Wäre zu schön gewesen. Ich frage mich, wo dieser Idiot immer landet. Tut er hier? Ich glaube, der tut hier. Zumindest kommen die immer von da unten. Deswegen baue ich hier einfach noch einen Turm hin. Und dann sollte die Sache gegessen sein. Dann reite ich mit meinem Herz hier rüber. Und hau ihm einfach hier auf die Fresse. Dass er erstmal die Klappe hält. Einfach nur. Statt hier weiter Dorfbewohner zu produzieren. Könnte eigentlich hinhauen. Diese Idee.